Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Steffen Barth von der Duwe 3D AG und ich möchte Ihnen heute die neue Echtzeitvernetzung von Scandaten in Polyworks 2014 vorstellen. Polyworks 2014 bietet neben der neuen Live-Meshing-Funktion zusätzlich eine Qualitätsprüfung der gescannten Oberfläche. So werden beispielsweise Bereiche, die nicht ausreichend gut gescannt wurden, farblich gekennzeichnet. Durch erneutes Scannen dieser Bereiche lässt sich also die Qualität des anschließend berechneten Netzes deutlich steigern. Nachdem ich im Workspace Manager das entsprechende Plugin aktiviert habe, kann ich mich im AIM Inspect mit meinem Messsystem verbinden. Ich verwende heute dazu den neuen T-Scan der Firma Steinbichler, welcher von einem Kamerabalken erfasst und getrackt wird. Die Echtzeitvernetzung funktioniert sowohl für den gewöhnlichen Flächenscan als auch für den Flächen- und Lochberandungsscan. Als Struktur muss hierfür Polygonmodell gewählt werden. Unter Netzparametern kann anschließend neben den vier vordefinierten Profilen auch ein benutzerdefiniertes Profil angelegt werden. Hier lassen sich also die Vernetzungsparameter sowie die Parameter für die Qualitätsprüfung individuell für meine jeweilige Messung einstellen. Nach dem Setzen der Grundeinstellungen kann der Scanvorgang gestartet werden. Während dem Scan werden einzelne Scanlinien erfasst. Bei einer Unterbrechung des Scanvorgangs oder einer Richtungsänderung wird für die aufgenommene Scanbahn ein vorläufiges Polygonmodell berechnet. Der Scanner sollte möglichst senkrecht auf die Oberfläche gehalten werden, da ein schleifender Aufnahmewinkel die Scanqualität vermindert. Bereiche, in denen der Winkel zwischen Aufnahmerichtung und Oberflächennormale einen Standardgrenzwert überschreiten, werden blau eingefärbt. Bereiche mit einer geringen Scandichte gelb. Gerade eine qualitativ hochwertige Vernetzung von Krümmungsbereichen erfordert eine höhere Scandichte. Außerdem werden stark verrauschte Bereiche magentafarben eingefärbt. Der Pfeil neben jedem Symbol in der Leiste öffnet ein Eingabefeld, in dem der jeweilige Grenzwert einzustellen ist. Durch erneutes Scannen können diese Bereiche qualitativ verbessert werden. Neben dieser Vernetzungsanalyse erkennt Polyworks 2014 zudem falsch ausgerichtete Scanbahnen, die durch Einflüsse wie einer fehlerhaften Kalibrierung, manueller Verschiebung von Teil oder Gerät oder starken Temperaturänderungen entstehen können. Der Anwender wird hier durch eine Warnmeldung darauf hingewiesen und kann an dieser Stelle auch entscheiden, die zuletzt aufgenommene Scanbahn zu löschen oder zu behalten. Möchte man den Scanvorgang abschließen, wird über Netzberechnen anhand der vordefinierten Parameter das Netz berechnet. Die Einstellung bezüglich der Reduktion oder des Glättungsfilters kann auch im Nachhinein noch entsprechend angepasst werden. Wahlweise kann das Glätten oder Reduzieren auch komplett deaktiviert werden. Polyworks 2014 ermöglicht es zudem, mehrere Scans aus verschiedenen Standpunkten oder aus Vorder- und Rückseite zu einem Polygonmodell zu vereinigen. Dazu aber mehr in einem anderen Video.